Hallo ihr lieben Zuschauer, ich bin's, die Franzi im Studio Fluchtsieg24. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen lieben Dank für eure tollen Kommentare. Das muss man immer wieder sagen, ihr seid so fleißig, da freuen wir uns drauf. Hier duftet's ganz, ganz herrlich nach Basilikum und Rosmarin. Ich zeige euch heute eine ganz tolle Pflanzgeschichte aus Pflanzkästen, die aussehen wie Schubfächer und zwar aufgeschichtet in verschiedenen Etagen für euch zu Hause zum Nachmachen. Viel Spaß beim Zuschauen und bleibt dran, es gibt auch wieder was zu gewinnen. Folgende Materialien braucht ihr, um unser schönes Pflanzarrangement nachzuarbeiten. Natürlich ganz wichtig, dieser tolle Kasten oder besser gesagt, es ist ein Set aus drei verschiedenen Pflanzkästen in verschiedenen Größen in Form von Schubladen. Finde ich total abgefahren, aus Holz mit Metallgriffen, wirklich auf alt gemacht. Gerade so bei diesem Vintage-Style absolut toll. Das ist auch mit Folie ausgearbeitet, sodass man also super reinpflanzen kann. Natürlich Blähton für die Drainage und Erde darf nicht fehlen, verschiedene Kräuterpflanzen und ich habe hier noch was Tolles Blühendes dabei, das sollte auch dabei sein. Handschuhe zum Arbeiten, wer sie braucht und ich habe hier noch so kleine Stecker vorbereitet, mit Kreide einfach die Namen der Kräuter draufgeschrieben. Und ich pflanze die jetzt nicht alle einzeln für euch, sondern wir bauen uns jetzt eine Pflanztreppe, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und schreibt mir, wie ihr das benennen würdet. Und zwar klebe ich die jetzt einfach an. Das geht mit der Heißklebe ganz gut. Vielleicht seid ihr auch ganz geschickt und könnt das irgendwie mit Schrauben verbinden, dass es richtig dolle fest ist. Aber so für meinen Zweck, auf meinen Balkon, der ist überdacht, geschützt, reicht diese Klebevariante, weil da kommt nämlich kein Regen dran. So, schaue ich mir mal. Müsste natürlich vorher mal wackeln und gucken, wo es gut passt. Und ich möchte auch noch, dass hier im hinteren Bereich eine Pflanze reingepflanzt werden kann, sodass ich meine Kiste erstmal ein bisschen hin her schiebe und gucke, dass sie gut aussieht und ich noch eine Lücke habe für die Pflanze hinten. Und auch hier klebe ich das wieder fest. Sehr gut. Und damit ihr besser sehen könnt, nehme ich gleich mal auch die Materialien hier weg. Jetzt wird es kurz laut. Ich schütte den Blähton rein, um die Drainageschicht zu arbeiten. Weil hier sind keine Löcher in dem Gefäß. Das heißt, zum Gießen braucht man so ein bisschen einen Abstand für die Wurzeln. Und da macht sich der Blähton ganz gut. Ihr könnt natürlich auch Kieselsteine nehmen. Oder alte Tonscherben funktionieren auch. Wer schon öfters Videos geschaut hat von uns, das haben wir auch schon mal gemacht und mit der Drainageschicht erklärt, so 2-3 cm im Gefäß wäre super und darauf kann dann die Erdschicht kommen. Wenn ihr die Drainageschicht in eurem Gefäß schön verteilt habt, dann könnt ihr mit der Erde beginnen. Ich habe hier eine ganz tolle Bio-Kräutererde, die ist aber auch für Aussaaten, also wenn ihr frische Pflanzen sehen wollt und anzüchten wollt, könnt ihr die auch verwenden. Aber hier natürlich toll für die Kräuter. Da fülle ich mir eine ganze große Schicht gern in diese Gefäße rein. Überall gut verteilt und jetzt, um das zu verteilen, ist auch der gute Zeitpunkt, die Handschuhe anzuziehen, damit die nicht ganz so schmutzig werden, obwohl wir Floristen ja immer schmutzige Finger haben. Aber das stört uns nicht. So. Und dann kann man auch beherzt hier reingreifen und schon mal gut die Gefäße füllen. Stellt sie nicht zu weit weg, wenn ihr wieder was auffüllen müsst zum Schluss zum Andrücken. Und jetzt könnt ihr schon anfangen,
eure Pflanzen zu verteilen. Ich habe hier verschiedene Kräuter. Basilikum braucht ein bisschen mehr Wasser als zum Beispiel der Rosmarin. Und dadurch, dass wir so sehr schöne Etagen haben, können wir das auch dem Gießen anpassen, dem Gießverhalten. Und ich habe folgende Erfahrung gemacht, persönlich bei mir zu Hause. Wenn ich den Basilikum im Plastiktopf drin lasse und aber mit in diese Pflanzschale einbringe, hält er irgendwie besser und länger und ich kann länger ernten. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr noch einen Tipp für mich? Schreibt dazu in die Kommentare. Vielleicht auch, welches eure Lieblingskräuterpflanze ist. Und ich habe ja die verschiedenen Basilikumsorten hier. Dann nehme ich jetzt den roten, dass es ein tolles Farbspiel gibt. Und hinten mache ich einen Thai-Basilikum, der ist ein bisschen höher. Kommt natürlich auch drauf an, wo ihr es hinstellt, auf der Terrasse, Balkon oder in dem Garten, ein bisschen geschützt. Die Plastikschilder entferne ich alle. Ich habe ja die schönen Stecker, die ich selbst beschrifte, passt einfach schön zu der Gesamtdeko. So, schaut mal, dann kann man trotzdem hier so ein bisschen Erde auffüllen ringsrum, dass da noch ein bisschen Halt gegeben wird. So, in der zweiten Etage. Ja, da pflanze ich mir zum Beispiel den Rosmarin. Der braucht nicht ganz so viel Feuchtigkeit. Der kann ein bisschen trockener stehen. Ich habe hier mich für eine tolle Steinsame entschieden. Das gefiel mir einfach von dem Blau. Ihr könnt natürlich auch tollen Lavendel dazu pflanzen. Der würde mit dem Rosmarin ganz gut harmonieren. Und selbst den Lavendel könnt ihr, die Lavendelblüten, für einen Salat zum Beispiel verwenden im Sommer oder für einen Cocktail. An einem lauen Sommerabend dann ist ganz toll. Schaut mal, das Blau sieht ganz toll dazu aus. Auch hier fülle ich wieder ein bisschen Erde auf. Ganz wichtig, ihr dürft da nicht vergessen, anzugießen, wenn ihr fertig seid mit Pflanzen. Und ein bisschen andrücken und festdrücken die Pflanzen, die ihr eingepflanzt habt. Vielleicht habt ihr da noch einen Pinsel parat und könnt so ein bisschen die Erdreste überall abpinseln. Oder mit dem Handfeger geht das auch gut. Hier habe ich noch eine Minze. Die darf gerne hier oben rausgucken, weil die wird sehr lang. Die wächst schön in die Höhe. Der Rosmarin dazu. Ich mache es vielleicht hier auf der anderen Seite. Da kann ich nämlich hier drüben noch die andere Steinsame oder ihr zum Beispiel den Lavendel reinpflanzen. So, die Minze braucht auch ein bisschen Platz. Alles schön auffüllen mit Erde, festklopfen. Jetzt nehme ich das mal weg, damit ihr auch schauen könnt. Rückt euch das ein Stück vor. Nehmt die Basilikum beiseite. Ich habe nämlich noch was Tolles vorbereitet, was ich euch gleich erkläre. Noch meine schönen Stecker hinein. Hier haben wir einmal den Rosmarin, die Minze, so. Und wo ist mein Basilikum? Der ist hier unten. So, schaut mal. Ein tolles Kräuterbeet für Balkon, Terrasse, Gartenbereich. In Etagen für alle Gießvarianten abgestimmt. Und ich habe noch was Tolles, und zwar gepflanzte Taschen. Die sind aus Metall. Und wenn ihr Platz an einer Wand habt, müsst ihr aber aufpassen, weil das Metall ist, nicht, dass es rostet, vielleicht noch ein Abstandshalter dazwischen. Oder zum Beispiel an einen Gartenzaun oder an die Balkonbrüstung. Kann ich mir das ganz gut vorstellen, weil man kann diese Kräutertasche aufhängen. Ihr könnt natürlich eine schöne Sommerbegrünung reinpflanzen, die dann bis zum Frost hält. Auch ganz toll. Schreibt mir doch mal, wie euch meine Werkstücke gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr das toll findet. Abonniert weiter unseren Kanal. Schreibt ein schönes Gedicht, einen tollen Reim. Da freuen wir uns immer sehr, denn wir verlosen auch wieder was Schönes. Ein toller Reim, ein tolles Gedicht kommt in den Lostopf und gewinnt dieses komplette Set an Pflanzgefäß für euch zu Hause zum Selbstbefüllen. Und auch nicht zu vergessen, natürlich noch weiterhin
verlosen wir auch die Sommerblumensdeko. Natur, Style und Ambiente für euch zu Hause. Da sind auch tolle Anregungen drin für die Sommermonate. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Freude beim Nachmachen. Bis bald, eure Franzi.